Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel. Seid ganz herzlich willkommen hier in eurer kleinen YouTube-Familie. Wir legen heute die große Tafel auf dem Magic Energy Hardboard, einer energetisierten Legeschablone, mit der wir über die Haus- und Seelenplätze, die Lenormand-Karten, die rote Eule deuten. Hat er jemals was für mich empfunden? Oder war ich nur ein Notnagel? Empfindet er noch was für mich? Kommt er zurück zu mir? Haben wir noch eine Chance? Vielleicht sind das deine Fragen im Moment oder vielleicht sind es ähnliche Fragen und wir tauchen heute ein in dieses Orakel und gehen hier gemeinsam auch über die Energy Voices Botschaft, die ich euch schon aufgedeckt habe, in die Energie zwischen deinem Seelenpartner und dir. Hier bist du, egal ob du männlich oder weiblich bist. Das bist du und du liegst hier auf dem Hausplatz der Eulen. Die Eulen stehen für die innere Unruhe, für den Kummer, die Sorge, für die mühseligen Umstände. Vielleicht geht es dir also im Moment nicht gut. Du sehnst dich hier nach Leichtigkeit. Du sehnst dich hier wirklich nach innerem Frieden. Und genau deshalb liegst du auch hier auf diesem Hausplatz, weil es darum geht, dass du jetzt in die Leichtigkeit kommen sollst. Dein Herzensmensch, egal ob männlich oder weiblich, liegt hier oben. Er liegt auf dem Hausplatz der Blumen. Die Blumen stehen für die Verliebtheit, aber auch für die Harmonie und das Geschenk. Er sehnt sich also nach Harmonie, er sehnt sich nach Verliebtheit und er wünscht sich eine Veränderung. Das ist dein Herzensmensch, um den es geht. Und ich habe euch schon die Energy Voices Botschaft aufgedeckt. Und hier geht es heute darum, wie fühlen sich eure Seelen? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich seine Seele? Und du siehst, hier steht verloren. Ich fühle mich so verloren. Ich habe mich verirrt, ich habe nicht auf meine innere Stimme gehört, aber ich liebe dich doch so sehr. Ist wirklich alles vorbei? Sind wirklich alle Träume zerplatzt? Ich weiß, ich muss mich jetzt um mich kümmern, auch wenn es mir nicht leicht fällt, denn mein Herz ist so schwer, ich muss zur Ruhe kommen, ich wünschte, es wären deine Arme, die mir geben, was ich brauche, aber jetzt muss ich wohl mir geben, was mir fehlt. Das ist eine sehr tiefgründige Seelenbotschaft. Vielleicht fühlst du dich verloren, vielleicht fühlt er sich verloren, vielleicht fühlt ihr euch beide hier so ein bisschen verloren. Ihr habt euch quasi verirrt. Ihr habt nicht auf eure innere Stimme gehört, die euch vielleicht schon auch gewarnt hat, die mit euch gesprochen hat, weil die Liebe, die Gefühle zu dem anderen so stark sind und weil ihr euch so sehr nach dieser Liebe sehnt. Und natürlich habt ihr jetzt ganz viele Fragen in eurem Kopf, ist wirklich alles vorbei? War es nur ein Traum und sind wirklich alle Träume zerplatzt? Gibt es da noch eine Chance? Hat er wirklich jemals was für mich empfunden? Oder war ich nur ein Notnagel? Oder empfindet er auch heute noch was für mich und kommt er zurück? Vielleicht hat er auch schon eine neue Partnerin, vielleicht ist er zur Ex-Partnerin zurückgegangen. Bitte schau du, was für dich stimmig ist. Du weißt, die Lenormand-Karten kann man immer in vielen Variationen deuten. Also schau bitte, was für dich stimmig ist, wie deine momentane Lebenssituation ist und zieh dir genau das raus, was für dich wichtig ist.
Ihr könnt auch eine persönliche Beratung direkt bei mir buchen. Du findest meine WhatsApp-Nummer direkt unter diesem Video. Du kannst natürlich auch eine Videoberatung bei mir buchen. Du kannst gerne mal unter dem Video schauen. Da gibt es einige Links auch zu einer Beratungsmöglichkeit bei mir. Bei der großen Tafel arbeiten wir immer auch blockadenlösend mit den Energiesteinen. Wir arbeiten hier mit den Opalinen und den Seleniten, damit wir in eine bessere Energie gehen, damit wir Blockaden auflösen. Und wir arbeiten hier auch mit den Handschmeichlern, den Herzopalinen. Die kannst du dann wirklich auch mit dir mitnehmen, mit dir tragen, in deiner Hosentasche, in deiner Handtasche, wo auch immer du bist. Die Opaline bekommst du immer im Doppelpack, genauso wie die Seleniten mit der Engelsenergie, weil sie stehen hier für die Dualität, für die Zwillingsflamme, für deinen Seelenpartner und dich. Hat er jemals was für mich empfunden? Du siehst, dass er hier ganz klar auf dem Hausplatz der Verliebtheit liegt. Also er hat Gefühle für dich. Er liegt hier in der Verliebtheit. Und du siehst auch hier, dass die Verliebtheit auf der Aktion liegt. Also das ist eine bewegte Emotion, ein bewegtes Gefühl. Er hat immer noch für dich Gefühle. Und er liegt sogar auf der Aktion. Also dieser Mensch wird hier in die Aktion kommen. Er rennt so ein bisschen hier bei uns aus dem Bild raus. Das bedeutet auch, dass er vielleicht von seinem Leben davonrennt, dass er hier von all seinen Problemen davonrennt. Er rennt hier wirklich aus dem Bild raus. Er liegt als letzte Karte. Er möchte vielleicht auch ganz bewusst etwas hinter sich lassen. Er möchte das Alte loslassen, vielleicht auch wirklich zum Jahreswechsel sagen, ich will es alles nicht mehr haben. Ich hatte ganz, ganz große Lebensstagnationen, Energiestagnationen, Lebensblockaden, ganz, ganz viele Belastungen, ganz viele Ängste. Er stand vor vielen Entscheidungen in seinem Leben und möchte ganz bewusst jetzt wirklich in die Veränderung. Und hier siehst du ja, die Sense steht für die Belastung und du siehst, dass er sich hier ganz oft abhängig fühlt oder fühlte. Er fühlte sich wie gebunden und er konnte aus dieser Abhängigkeit nicht raus. Vielleicht hat er sogar im realen Leben eine Abhängigkeit, eine Sucht, eine seelische Erkrankung, ein seelisches Problem und möchte wirklich etwas verändern. Er weiß, dass er hier in eine Entscheidung kommen muss. Das siehst du auch. Er möchte hier in eine Entscheidung kommen. Er wünscht sich Klarheit. Er wünscht sich wirklich Erfolg. Er denkt ganz viel und versucht über die Gedanken in die Klarheit zu kommen. Das macht ihm aber auch ganz viel Angst. Du siehst, dass er hier wirklich in der Angst liegt. Aber auch hier haben wir die positive Veränderung über den Hausplatz. Also er möchte wirklich hier in eine positive Veränderung gehen. Er hatte ganz, ganz viele Belastungen in seiner Vergangenheit, die Lebensstagnation, die Lebensblockade, die Entscheidungen, die ihm Angst gemacht haben und auch die Belastungen. Und da möchte er wirklich raus. Also hat er jemals was für dich empfunden? Das ist die Gefühlskarte, wenn wir themenzentriert arbeiten. Hierfür kann ich dir auch gerne mein Buch empfehlen, Karten legen, lernen und deuten. Vom Anfänger zum Fortgeschrittenen, für Anfänger und Fortgeschrittene. Und hier lernst du auch das themenzentrierte Arbeiten. Das sind seine Gefühle, das ist die Gefühlskarte und du siehst, dass hier ganz viel bei ihm im Verborgenen liegt. Er ist jemand, der vielleicht auch immer wieder schweigt, der nicht über seine Gefühle redet oder reden kann. Dass er vielleicht auch auf dich sehr geheimnisvoll wirkt. Und
Hier siehst du, liegt eben das Buch auf dem Neubeginn. Also er wünscht sich einen Neubeginn, er wünscht sich diesen unschuldigen Neubeginn, er wünscht sich die Verspieltheit zwischen euch. Also er hat hier wirklich Gefühle für dich. Er hatte Gefühle für dich, so wie du ja gefragt hast, hatte er jemals Gefühle oder war alles wirklich nur gelogen, aber durch seine starken Ängste und seine starken Belastungen, die können hier auch finanzieller Natur sein, weil die Fische stehen auch für das finanzielle Thema, war er überfordert in seinem Leben und konnte quasi auch seine Gefühle nicht wirklich zulassen. Das Magen-Darm-Thema ist ganz groß bei ihm, also Magen-Darm steht ja auch für das Thema Haut. Könnte auch sein, dass wirklich seine Haut ihm gezeigt hat, da kränkelt etwas, da ist etwas nicht gesund. Und er fühlt sich einfach schwach, er fühlt sich krank. Aber es waren Gefühle da. Nur ist es ein Mann, der vielleicht in seiner Vergangenheit so viel Negatives erfahren hat, dass er jetzt seine starken Gefühle der Liebe nicht fühlen kann, nicht zulassen kann. Denn hier siehst du ganz klar, sein Herz liegt in der Blockade. Und sein Herz liegt auch noch auf dem Hausplatz des Herzschmerzes und kränkelt. Also sein Herz ist eigentlich krank, sein Herz ist verwundet, sein Herz ist blockiert. Und hier können wir auch schauen, was ist blockiert oder warum ist es blockiert. Und das siehst du ganz klar. Er hat ganz viele Ängste, er hat Angst vor einer Entscheidung, vor der falschen Entscheidung. Er hat Angst vor Verlust, Angst vor Misslingen. Er hat wahrscheinlich ein geringes Selbstwertgefühl, er hat kein Selbstvertrauen, sein Selbstvertrauen stößt er hier wirklich mit den Füßen von sich weg, aber seine Gefühle zu dir waren echt. Ich habe dir auch noch zwei weitere Karten gezogen, zum einen diese, lass los und alles wird gut werden. Das ist also auch die Botschaft für dich. Die Botschaft der Hingabe. Lass jetzt erstmal los. Du hast ja ganz, ganz viel verloren. Du hast ja sozusagen dich richtig verloren. Du hast dich verirrt. Dir geht's nicht gut. Du bist sehr verzweifelt. Du musst jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Und natürlich wünschst du dir, es wären seine Arme, die dich halten. Aber jetzt darfst du lernen, dir erstmal das zu geben, was du brauchst. Du darfst es dir geben. Nicht in die Abhängigkeit gehen, dass du quasi es von jemand anderen brauchst, sondern dass du dir geben kannst, was du brauchst. Dabei kann dir natürlich auch die Magic Energy Love Card helfen. Die Magic Energy Love Card wird ganz speziell auf dich hergestellt, für dich hergestellt. Zu vielen Bereichen, Liebe, Freundschaft, Wunscherfüllung, Finanzen, Arbeit, Familie, tiefe Gefühle, auf alle Bereiche kann diese Karte für dich hergestellt werden und ganz individuell auch auf dich zugeschnitten. Warst du ein Notnagel? Nein. Aber du siehst zwischen euch eine ganz, ganz große Distanz. Also du gehst nach links, er geht nach rechts. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass du wieder zu dir findest, dass du abwartest, dass du im inneren Rückzug bleibst, dass du dich erstmal um dich kümmerst. Das ist ganz, ganz wichtig. Geh nicht ins falsche Schweigen, sondern sprech mit Freunden darüber, wenn du Probleme hast oder such dir auch professionelle Hilfe, denn auch du liegst hier seelisch sehr belastet. Schau also wirklich, dass du in die Aktion kommst, dass du in die Kommunikation gehst, in die Klärung, deine Harmonie wiederfindest, wenn es dir so, so schlecht geht. Das ist ganz wichtig, dass du jetzt hier erstmal für dich sorgst. Du siehst auch die Spiritualität bei dir und die spirituelle
Geschichte sozusagen. Also hier können dir auch spirituelle Wege sehr gut helfen. Wenn du also hier Hilfe magst, such dir sie. Ja, such dir Unterstützung. Empfindet er noch was für mich? Auch hier kann ich dir sagen, ja, er empfindet noch etwas für dich, aber seine Gefühle entgleiten im Moment. Also er weiß eigentlich selber im Moment gar nicht, wer er ist, wo er steht, was er will. Er weiß selbst gar nicht so recht, was er wirklich fühlen soll, denn er hat hier ja die Umwege liegen, diese Verstrickungen. Er geht immer wieder die toxischen Umwege, steht nicht zu sich selbst, das falsche Schweigen, er ist sich selbst nicht treu, betrügt sich auch, ja, springt vielleicht auch tatsächlich von einer Frau zur anderen, verdrängt es, kann es nicht mit sich aushalten, es fällt ihm schwer, er rennt davon, von seinen ganzen Gefühlen, von seinen ganzen Problemen und Entscheidungen rennt dieser Mensch davon, natürlich getriggert von der Angst. Er hat hier einfach ganz, ganz große Angst und diese Ängste, die verunsichern ihn. Also hier liegen ganz, ganz große Unsicherheiten einfach im Bild. Das könnte wieder jetzt das finanzielle Thema sein, weil du siehst hier wieder die Finanzen. Also er entgleitet auch zum Teil aufgrund seiner Probleme. Vielleicht hat er ganz große finanzielle Probleme und versucht sich dadurch abzulenken. Er empfindet also immer noch was für dich, aber du siehst, sein Herz ist total blockiert. Also er ist total blockiert und spricht nicht über seine Gefühle und dadurch weißt du auch gar nicht, was los ist. Deshalb kommt hier der zweite Hinweis für dich. Warte ab, überstürze nichts, lass die Dinge erstmal ihren Lauf nehmen, warte ab, lass los und geh ins Vertrauen, dass hier wirklich alles gut wird. Das sind die zwei Hinweise, die noch zusätzlich kamen. Kommt er zurück zu dir? Du siehst die Beziehung im Moment tatsächlich im Ende. Also im Moment ist ein Cut da, im Moment ist ein Ende da. Wichtig ist jetzt für dich auch, dass du es akzeptierst, dass du ganz bewusst sagst, ja, es ist jetzt erst einmal ein Cut. Das Ende liegt nicht komplett da, es liegt quasi die Trennung im Bild und falls es eine Ex gibt, das passt ja nicht immer zu jedem, aber falls es eine Ex gibt, dann sehe ich eben hier, dass er noch mit einer anderen weiblichen Person in der Verankerung liegt. Das wird zwar auch nicht halten, weil auch hier liegt schon wieder die Trennung dabei oder vielleicht sind sie auch schon wieder getrennt, aber er hat hier ganz, ganz klare Mutterthemen mit weiblichen Energien im Bild aus seiner Kindheit. Und solange er wegrennt, solange er davonläuft, kann dieses Thema nicht aufgelöst werden und du kannst es nicht auflösen, sondern er muss es auflösen. Er muss es erkennen, hinschauen, endlich wahrnehmen, dass es so ist, dass dieses Davonrennen und sich ablenken mit anderen Dingen oder anderen Personen auf Dauer nichts bringt, sondern er darf hier wirklich lernen, bei sich anzukommen und reinzufühlen. Was ist da in mir? Was fühle ich? Was sind das für Gefühle? Was muss ich verändern, dass ich mich anders fühle? Das ist jetzt wichtig. Ihr habt eine Chance, aber du musst jetzt unbedingt abwarten. Du liegst hier in der abwartenden Position. Sorge gut für dich, lass los, überstürze nichts, warte ab, versuche jetzt dich um dich zu kümmern, geh in die Leichtigkeit, dabei hilft dir auch natürlich die Ex-Zurück-Strategie von mir, dabei kann dir auch die Arbeit mit dem Herzmagneten mit dir helfen, mit mir helfen. Du kannst auch gerne schauen, ich habe zwei Energiereisen gemacht, zwei Seelenreisen, die kannst du auch gerne auf YouTube anschauen und dass du jetzt erstmal wirklich für dich sorgst und abwartest.
Du fragst vielleicht auch, wenn er zurückkommt, wann kommt er zurück? Hier siehst du Zeittendenzen, hier ganz außen im Bild, da liegt Februar, März, April bis Herbst. Also du siehst, dass hier noch ein Stück weit ein Prozess einfach ist. Es geht darum, dass du jetzt dich um dich sorgst, dass du dich jetzt hier um dein Herz kümmerst, um dein verwundetes Herz. Auch du hast hier Federn gelassen. Auch du liegst hier seelisch in der Belastung. Auch bei dir liegt diese Lebensblockade drin und ganz viele Energiestagnationen. Jetzt ist es wichtig, dass du deine Nummer eins bist. Vielleicht hast du auch irgendwo auf Facebook oder Instagram Fotos gesehen, wenn er zu seiner Ex zum Beispiel zurück ist oder wenn er eine neue hat. Wichtig ist, dass du auch das erstmal cuttest, ja, dass du wirklich sagst, nein, ich befasse mich jetzt mit mir, ich bleibe jetzt bei mir, denn ich habe mich ja eigentlich schon verloren. Ich fühle mich ja schon gar nicht mehr richtig, ich fühle ja nur noch den Schmerz, ich habe mich total verirrt, ich lasse jetzt wirklich los. Also versuche wirklich ganz bewusst nicht auf Facebook oder Instagram oder WhatsApp ihn zu beobachten, nach ihm zu schauen, was macht er, was postet er oder was postet sie. Ja, sondern bleib wirklich bei dir jetzt. Das ist so eine wichtige Zeit und warte ab. Vielleicht ist es auch dein Vorsatz jetzt für dieses neue Jahr, dass du sagst, ich möchte es einfach verändern, ich möchte etwas anders machen. Lass den Dingen ihren Lauf, gib es nach oben ab. Wenn du es nicht mehr tragen kannst, gib es nach oben ab. Diese Bilder, wenn du die siehst oder diese Kommentare oder auch wenn du siehst, dass es deinem Ex eigentlich gut geht oder deinem Wunschpartner, wenn ihr noch nicht zusammen wart, dann wird dich das immer wieder nur aufreißen und wieder quälen und du wirst immer wieder neuen Schmerz fühlen. Deshalb versuche jetzt ganz bewusst zu sagen, ich bleibe bei mir, tu dir etwas Gutes. Du kannst dir natürlich auch meinen Energieschmuck holen, zum Beispiel hier mit den 7 Chakren, energetisierten Schmuck zu dir nach Hause, der dich begleitet, oder zum Beispiel das Armband mit dem Rosenquarz, wo wirklich hier nochmal in die Liebe eintauchen soll und in die Harmonie. Du kannst dir natürlich auch Energiesteine dazu holen oder die Energy Voices Cards als Botschaft, als Affirmation für jeden Tag, dass du den Halt fühlst, dass du wirklich wieder erstmal den Boden unter deinen Füßen spürst, dass du dich erdest, dass du ganz bei dir wieder ankommst, dir etwas Gutes tust, dich beschenkst. Also all die Liebe, die du zu geben hast, die in dir ist, dass du sie ganz bewusst jetzt dir schenkst und hier auch der Kummer und die Sorge erstmal rausgehen darf. Haben wir noch eine Chance? Ja, sie liegt hier. Ihr habt noch eine Chance, aber im Moment ist es erstmal in einem Abbruch, in einer Distanz. Und das ist auch so wichtig, denn auch er hat hier eine karmische Lernaufgabe liegen und die liegt auf dem Thema der Falschheit. Also auch er darf jetzt lernen, was bedeutet es, mir selbst treu zu sein und vielleicht auch seinen Gefühlen treu zu sein, damit hier sein Herz aus dieser Blockade geht und damit diese Lernaufgabe nicht länger in der Stagnation und in der Sackgasse bleibt, sondern dass er wirklich sagt, ich drehe mich jetzt um, ich möchte die Veränderung und da liegt er ja auch schon drauf, er liegt auf dem Wendepunkt im Leben, also er möchte ja diese Veränderung, er wünscht sich Harmonie. Und er fühlt diese Gefühle zu dir und jetzt ist es wichtig, dass er in die Veränderung auch geht, dass er den Schritt in die richtige Richtung tut. Und ich sehe auch hier zu 100% Nachrichten, also dieser Mensch wird auch auf dich zukommen, aber du hast jetzt die Aufgabe, für dich zu sorgen, in die Leichtigkeit zu finden, in ein gutes Gefühl zu finden. Und dass diese innere Unruhe und diese mühseligen Umstände erst einmal leichter werden. Besinne dich auf die weiße Eule in dir. Du hast hier die Weisheit in dir. Du bist eine ganz, ganz weise Eule.
Sei also wirklich hier bewusst wertschätzend mit dir. Sorge gut für dich. Du hast ganz, ganz viel verloren. Du hast ganz, ganz viele Verletzungen gehabt. Jetzt ist es wichtig, dass du dich wieder aufpäppelst, dass du gut für dich sorgst, dass du wertschätzend mit dir umgehst, Geduld mit dir hast. Deine Sehnsucht darf sein, deine Liebe darf sein, dein Schmerz darf sein, es darf alles sein und du darfst jetzt in die Leichtigkeit gehen, raus aus dieser Unruhe und wieder zu dir finden. Denk daran, er ist dein Seelenspiegel. Ich danke euch von Herzen, wir haben bald 5000 Abonnenten gemeinsam erreicht. Ich bin ganz, ganz stolz darauf und auch auf euch, dass ihr mich so treu begleitet. Ich danke euch für diese wunderbare Gabe, für dieses wundervolle Geschenk. Danke, dass ihr treu meine Videos schaut, mir so liebe, wunderschöne Nachrichten immer schickt, Kommentare hinterlasst. Ihr seid wundervoll. Ich sende euch ganz, ganz liebe Herzensgrüße. Gebt fein auf euch Acht. Seid gut zu euch. Gönnt euch ganz viel gute Zeit. Tankt Energie. Besinnt euch auf das, was ihr wirklich im Leben wollt. Und ich wünsche euch auf diesem Weg ganz, ganz viel Mut und Kraft und ganz, ganz viel Liebe für euch selbst in der Achtsamkeit. Und ich sende euch ganz, ganz, ganz liebe Herzensgrüße und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Du kannst gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du kein Orakel mehr mit mir. Liebe, liebe Herzensgrüße von mir an dich, egal wo du bist auf dieser Welt, deine Claudia.